Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen heißen Probike aus dem Profi-Peloton. Diesmal haben wir ein Rad von einer Sprinterin von Lorena Wiebes aus den Niederlanden vom Team DSM. Sie fährt das neue Scott Foil RC und wir schauen uns den Aero-Renner mal genau an. Das neue Scott Foil RC ist das schnellste Rad oder das schnellste Rennrad, was Scott je entwickelt hat. Dank Computersimulationen, Windkanaltests und den aufgeweichten UCI-Regularien wird das Rad einfach massiver und schneller. Außerdem haben wir noch tiefer gesetzte Sitzstreben, die sorgen einmal dafür, dass wir mehr Komfort haben beim Fahren, aber auch die Windschnittigkeit wird verbessert, also das Rad wird aerodynamischer. Ein weiterer Vorteil zum Vorgängermodell ist, dass es auch noch leichter geworden ist. Wie viel leichter, werden wir am Ende des Videos erfahren, aber ich würde nochmal gerne auf die Lackierung eingehen. Dieses Glitzer-Glossy vom Rahmen bei der Lackierung von Lorena Wiebes vom Team DSM, das gefällt mir richtig gut und sieht richtig schick aus. Wir schauen uns jetzt aber noch ein paar andere Anbauteile vom Rad an, und zwar die Laufräder. Die sorgen natürlich auch dafür, dass das Rad richtig schnell ist. Und wir haben hier die Dura-Ace C60 Laufräder für Tubeless-Reifen. Tubeless bedeutet, wir haben keinen Schlauch. Und die Reifen kommen von Vittoria Corsa Graphene 2.0 in 25 mm Breite. Diese Kombination ist wohl eines der schnellsten Setups, die so aktuell im Profi-Peloton gefahren werden. Auch die anderen Komponenten kommen aus Japan von Shimano, die neue Dura-Ace 9270er Gruppe. Wir haben das Schaltwerk hinten, das überarbeitet wurde und jetzt 12 Gänge hat. Dann haben wir den Umwerfer, der viel kleiner geworden ist. Und zu guter Letzt noch die Scheibenbremsen, die ebenfalls kleiner geworden sind und verbessert. Also wir haben jetzt mehr Abstand zwischen den Bremsbelägen und der Scheibe, dass das Ganze nicht mehr so schnell schleift. Vorne haben wir auch eine Kurbel von Dura-Ace und wir haben Kettenblätter von 54-40. Außerdem haben wir einen integrierten Powermeter und die Kurbellänge bei Lorena beträgt 172,5 mm. Für Bergetappen wird ein bisschen kleiner gekettet, da kommt dann die Variante von 52-36 auf das Rad von Lorena, damit sie wirklich jeden Berg hochkommt. Dafür sorgt natürlich auch die Kassette hinten, die hat eine Abstufung von 11 bis 34 Zähnen und wie bereits erwähnt, haben wir jetzt 12 Gänge bei der neuen Shimano-Gruppe zur Verfügung. Die Komponenten haben wir abgehakt, wir machen weiter am Rad und schauen uns jetzt den Lenkbereich an. Auch hier finden wir einen neuen Lenker, der kommt ebenfalls aus dem Hause Scott von Syncross, nennt sich Creston IC SL Aero, ist 38 cm schmal und hat eine adaptive Nachgiebigkeit, also ein Mix aus Komfort und Steifigkeit. Wenn wir in den Hoods fahren, also oben in den Bremshebeln, dann haben wir mehr Komfort. Und wenn wir dann in den Unterlenker gehen und sprinten, dann können wir die Konkurrenz besser abschütteln, weil der Lenker steifer ist. Das hat Lorena Wiebes auch genutzt, um die allererste Etappe auf der Champs-Élysées der Tour de France der Frauen zu gewinnen. Die Vorbaulänge beträgt 100 mm und wir finden an den Schalt- und Bremshebeln noch versteckt im Unterlenker die Sprintshifter. Dann haben wir auch noch einen Radcomputer von Wahoo, den Element Bolt, plus eine Halterung für den neuen Syncross-Lenker. Neben dem Lenker ist auch die Sattelstütze neu, die kommt ebenfalls von Syncross und bietet herkömmlich auch mehr Komfort und Flex, aber die Profis von DSM dürfen laut der UCI diese Sattelstütze nicht fahren und fahren eine ganz normale versteifte, die super aerodynamisch ist, aber weniger Komfort bietet. Kombiniert wird die Sattelstütze mit einem Sattel von Pro, den Pro Stealth Sattel und schlussendlich haben wir noch die Flaschenhalter von Elite, die Elite Leggero Flaschenhalter aus Carbon, die super leicht sind. Pedale, die kommen ebenfalls von Shimano, sind die Shimano Dura-Ace Pedale, sind zuverlässig, leicht, robust, alles was man braucht. Wir müssen uns jetzt noch die Maße vom Rad anschauen. Lorena Wiebes ist 1,71 Meter groß, fährt das Rad in Größe XXS, ein 47er Rahmen. Das bedeutet, sie sitzt auf einer Sitzhöhe von 69,5 cm. Der Abstand von Sattelspitze bis zum Lenker beträgt 53 cm. Und jetzt müssen wir das ganze Rad noch wiegen. Ich habe ja gesagt, es ist leichter als das Vorgängermodell. 7,65 Kilogramm bringt der Aero-Bomber mit Hochprofil-Laufrädern auf die Waage. Gar nicht so schlecht, aber ich denke mit ein paar flacheren Carbonfelgen, mit den C3836, sollte das Ganze noch runtergehen und an die 7,2 Kilogramm gehen. Mir gefällt das Rad auf jeden Fall richtig gut. Und ich hatte auch schon mal die Befürchtung, dass Aero-Räder aussterben. Aber Scott beweist es, das Aero-Rad lebt weiter und mir gefällt es richtig gut, wie bereits erwähnt. Jetzt ist eure Meinung noch gefragt in den Kommentaren. Was haltet ihr vom Scott Foil RC? Wie gefällt es euch? Schreibt es gerne rein. Und wenn das Video gefallen hat, wie immer Daumen nach oben dalassen, unseren Kanal abonnieren, denn wir haben hier ganz viele Pro-Bike-Videos oder andere informative Videos rund ums Thema Fahrradfahren. Würde mich freuen und dann
hoffe ich, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.